stand da. Ach so. Ja, aber dann müssen wir das ja so timen, dass es das. Dann darf ich ja nicht gegen das Teil da kommen. Gegen das Exterieur von dem Ding. Ich muss das Ding. Ja. Okay, dann suchen wir mal schnell den anderen. Also ich hatte Icy. Irgendwas mit Icy. Icy Ground oder so? So. Explodiert. Ich verfolge dich mal. Hiermit. Das ist witzig. Ich sehe hier eure Pfeile hinterm Berg. Und Stinky X vorweg und Vale und Tanaka immer so wie so eine Entenfamilie immer hinter. So. Mach aber hin da jetzt. We should move it along. Gut. Ja, aber ich habe ihn zumindest getroffen gehabt, also. Da schnell hinter. Ich sag ja, wir kriegen das nicht hin hier heute. Ach, Schnick Schnack. Wir müssen auch noch die ersten zwei Spartan Ops Episoden spielen, ne? Natürlich. Ach, dann können wir sogar auch mal hier tagsüber, ne? Dann kann ich hier mal sogar richtig mal laut machen. Kann ich ja mal richtig laut machen hier. Du bist tot. Der Mantis. Bist du wieder bei mir gelandet, oder was? Oh. Ja. Damit kannst du ja zumindest schießen, ne? So, schnell. Schnell zum Kern. Was, du wolltest schon wieder mit Sniper Elite Zombie Army anfangen, ne? Maybe not. Gibt das dann da auch für jedes Level ein Koop-Achievement? Ich bin schon wieder tot. Vielleicht wird es schneller gehen, wenn wir einfach den Checkpoint nochmal neu laden, oder? Ja, sehr schön. Wo bist du? Da. Nee. Ach, Vale guckt auch mal wieder vorbei hier. Hallo, Vale. Guten Tag.
Na, alles fett. Die wartet jetzt hier bei mir irgendwie. Warum das denn? Und die, der? Was war Vale nochmal? Das war eine Frau, ne? Die rote? Ja. Auf jeden Fall hat hier dieser Shane Satterfield da, den ich ja eigentlich immer sehr hoch schätze, da von Sifted, der ehemaliger Game Trailers Editor-in-Chief. Der ist ja auch ein ziemlicher Halo-Fan eigentlich. Und der hat aber auch erzählt, dass er Halo 4 nicht so geil fand schon, storymäßig. Und auch die Gegnervielfalt halt. Also die haben sich halt, ja, das sind, der hat sich, was hat er gesagt bei Halo 5 Guardians? Also ist die Story zwar besser als in 4, aber du hast halt immer noch diese Knights und die hat er als Bullet Sponges bezeichnet. Dass es halt immer ständig die gleichen Gegner sind und da verbrätst du Munition ohne Ende und nervt. So die Vielfalt ist halt, also ansonsten so von der Grafik her und so war begeistert, aber halt einfach so von der Gegnervielfalt halt war das alles so ein bisschen so. Und dass er halt auch die Story so ein bisschen beschissen findet, so von wegen, dass du denkst, so, ja, hier Cortana, eigentlich am Ende von 4 ist es doch eigentlich so, dass sie sich opfert halt für den Master Chief und eigentlich ist sie ja tot. Und dass es irgendwie ein bisschen weit hergeholt ist jetzt halt hier von 5 halt, ne? Das sind, oh, die sind doch nicht tot und ja, wir haben ein Signal irgendwo am Ende der Galaxis gefunden von ihr und also diese ganze Geschichte. Und dass halt die Level einfach nicht zu. Und ein ganz großer Kritikpunkt wohl noch, was er hatte, dass du halt hier wirklich wenig weitläufige Levels hast, wie noch in Halo 2 oder Halo 3, wo du halt dann deinem Gefährt da rumfahren konntest. So diesen Tsavo Highway zum Beispiel, weißt du? So diese riesigen, weitläufigen Level, wo du halt dann rumfahren konntest und so. Ist ja auch letztendlich so. Dass du halt hier, das ist eher ein Korridor-Shooter geworden hier. Halo, ja, es ist gut gemacht. Aber es, im Vergleich zu Halo 2 und Halo 3 ist halt einfach, die Level sind halt einfach schlauchmäßiger, also kleiner. Perfekt nicht. Nein, aber es ist halt so, dieses, es ist halt eher so ein, es hat mehr was von Call of Duty als von Original Halo halt, ne? Ja, und hier hast du nur eins, glaube ich. Ein richtiges, also nein, ich meine richtig weitläufige Level halt. So, große. Ich meine, mich selber stört's halt nicht, ne? Ich finde Halo 5 auch ziemlich cool gemacht. Ziemlich coole Szenen und so. Ja, such ihn mal. Ansonsten müssen wir das Achievement mal auf easy machen. Jetzt nämlich hier das Level mal beenden. Das Spiel mal beenden. Ja, oder normal. Ja, er ist halt ein Halo-Fan der ersten Stunde. So. Also so ähnlich wie du. Ja, und er fand halt so die ersten Teile halt einfach von der. Jetzt nicht von der Grafik oder sonst was. Ja. Ich werde den zweiten sagen. Meinst du da, wo wir den Bug hatten? Das war das Level.
Das war übrigens das Level, wo ich halt dieses Achievement mir in Halo 2 noch geholt habe, dass ich mit dem Arbiter einen Scorpion Tank mache. Ich glaube, der Twitch-Stream ist total langweilig, weil ich jetzt schon seit einer halben Stunde hier an diesem beschissenen Punkt hier stehe. Mit diesem komischen Kerl. So. Ja. Gut. Ja, mein linker Stick funktioniert nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann weder nach links noch nach rechts. Ich kann nur nach oben und unten gucken. Ja. Hm? Oh. Jetzt zahlt... ja, mach du das mal. A-Taste drücken. Aber ich drück doch jetzt... Ich drück doch jetzt noch nicht. Ja. Ja, weiß ich doch. Ich weiß, wie das geht. Ich bin doch kein Halo-Neuling hier. Wolltest du nur noch mal festhalten. Jetzt zähl du mal an, ja. Also 1, 2, 3. Bei mir, weil ich hier immer gegen dieses komische... Ich muss ja warten, bis dieser... Ist der da schon kaputt? Was soll ich denn falsch machen? Was soll man denn da falsch machen? Ja, habe ich doch gemacht. Habe ich doch gemacht. Aber ich treffe nicht den Core, weil dann immer dann halt eins von diesen komischen Ringen davor ist. Von den Ringen. Weißt du? Ich muss doch... Nee. Ich zeig dir das mal, wie ich das gemacht habe. Dann scheiß aufs Achievement jetzt hier. Dann machen wir das irgendwie mal nochmal auf easy. Ja. Jetzt komme ich noch nicht mal mehr hoch hier. So. Ja, dann weiß ich nicht, was du da machst. Also... So, pass auf. Ich zeig dir das, wie. Weißt du? Ich hab's so gemacht. Guck mich mal an jetzt. So, guckst du mich an? Genau so. Nein. Warte. Nein. Ich muss erst wieder hier hoch. So. Achtung. Knack. So, jetzt bin ich hier oben. Mann, weiß ich doch. Nerv nicht. So, pass auf. Ja, jetzt ist er kaputt. Jetzt habe ich auch nicht den Ring getroffen. Jetzt ist auch nicht dieser Ring da vor mir gewesen. So, ich bin hier immer gegen so einen scheiß Ring immer geflogen. Da war dann in dem Moment nämlich, wo er dann automatisch gesprungen ist, war dann immer ein Ring davor. Und dann bin ich gegen diesen Ring und dann bin ich abgeprallt von. So. Nein. Genau. Spring nochmal hier durch. So. Das müssen doch noch zwei sein, oder nicht? Wir haben doch erst drei klar. Ja, jetzt versuchen wir nochmal. Komm, so, jetzt lass uns erstmal hier mal ein bisschen... Oh, da ist ein Hunter. Ja, jetzt hab ich was. Edward Buck, you're an odd one. Geronimo! Ja, wie soll ich denn... Na, der ist zu gepanzert. Ja. So zum Beispiel. Jetzt hat er mir einen auf die Nuss gegeben hier. Ich auch.